Girls ist wieder da, hier bei Feeling Schmal, Dual Destinies. Und auch wenn sie gerade böse guckt, sind wir doch alle glücklich, dass sie wieder da ist. Und wir reden mal über den Penguin Rifle. Also, du hast ebenfalls nach Rifle gesucht? Das ist richtig. Ich wollte dem, Tierpfleger Mr. Marlin helfen. Komm hier, Rifle. Komm schon. Sie ist stattdessen zu Orla gegangen. Warum schaffe ich es nicht, dass Rifle mich mag? Vielleicht solltest du aufhören, sie zu jagen mit diesem Gesichtsausdruck. Mr. Nick, wie können Sie nur so ungehobelt zu einer Lady sprechen? Oh oh. Ich hab Pearls wieder sauer gemacht. Warum versuchst du es nicht, Rifle irgendwie zu füttern? Oh, gute Idee. Ich habe ja schließlich das Richtige da, um es ihr anzubieten. Was erwartet ihr jetzt von mir eigentlich? Ich glaube, ich sollte den Fisch präsentieren. Okay, dann lass es uns mal versuchen. Rifle, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Es ist gefüllt mit jede Menge Liebe. Hier, versuch's mal. Oh nein. Ja, das habe ich irgendwie vorausgesehen. Hey, Orla hat meinen mit Liebe gefüllten Fisch gefressen. Jedenfalls sieht es aus, als hätte es ihr geschmeckt. Oh, ich glaube, Orla und ich haben gerade einen besonderen Moment zusammen. Glückwunsch. Super. Die blühende Freundschaft, hervorgehend aus dem Teilen von Essen. Ist das nicht bewegend, Mr. Nick? Ich glaube, das geht doch ein bisschen zu weit. Jedenfalls, wie kommt's, dass du und Rifle so gut miteinander auskommen, Pearls? Ich habe gehört, Rifle wird von dem Geruch von Fisch angezogen. Mr. Nick? Wollen Sie etwa damit sagen, dass ich wie Fisch rieche? Vielleicht ein bisschen? Ja? Dödöd, falsche Antwort. Oh, ich dachte, jetzt kriege ich eine Ohrfeige. Komisch, warum kriege ich keine Ohrfeige? Sonst hat sie doch immer gerne welche gegeben. Ich schätze, ich sollte meine Kleidung auswechseln. Das ist komisch. Ich frage mich, warum Pearl so riecht, als hätte sie einen ganzen Bottich Fisch bei sich gehabt. Orla mag es eigentlich nicht, zu diesem Zeitpunkt etwas zu essen. Und vorhin haben wir ihr sogar mehr Essen gegeben als normalerweise. Echt? Komisch. Orlas Fressen. Ist irgendetwas merkwürdig an Orlas Essgewohnheit? Ja, irgendetwas ist komisch. Dieser neue Typ, Marlin, füttert alle Tiere neben Orla. Aber der Captain und ich, ihre Trainerin, sind verantwortlich für das Füttern von Orla. Dieser Morgen war der Captain dran, sie zu füttern. Oh. Aber Orla kommt zu mir und signalisiert die ganze Zeit, dass sie noch hungrig ist. Sie möchte meinen Fisch haben, gefüllt mit Liebe. Wie oft willst du das einem eigentlich noch sagen? Nun,
Sie ist jedenfalls ziemlich gespannt darauf, neue Freunde zu machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Captain vergessen hat, sie zu füttern. Tja, Orla und Rifle. Rifle und diese große Kreatur scheinen sich wirklich ganz besonders zu mögen. Das ist Orla, der Orca. Rifle und Orla sind die besten Freunde. Sie gehören zusammen wie ein Clownfisch und eine Seeanemone. Ha! Und ich habe Seeanemone gesagt, ohne zu stottern. Dafür stottere ich bei ganz anderen Wörtern. Kann man das vielleicht mit irgendeinem Vergleich sagen, den auch Nicht-Biologen verstehen? Oh, also diese Orca ist die Verdächtige. Ich habe in einem Buch gelesen, dass Orcas mal Pinguine fressen. Oh, mach dir darüber keine Sorgen. Orla ist wirklich nett hier und sie würde niemals jemanden fressen, außer Fische. Was geht da gerade ab? Wurde Orla gerade von Rifle verprügelt? Ja. Sie ist so ein nettes Herz. Sie lässt es sogar zu, dass Rifle sie ab und zu verprügelt. Ja, es ist wahr. Sie scheint ziemlich nett zu sein. Oder sanftmütig. Sie erscheint mir nicht gerade wie ein Killerwal. Als Anwälte liegt es in unserer Pflicht, dieses wunderschöne, sanftmütige Wesen zu schützen. Wow, ihr werdet sie vor Gericht verteidigen? Sie ist eine ziemliche Angeklagte, nicht wahr? Sie ist die größte Angeklagte, die wir jemals hatten. Buchstäblich. Oh, Pearls, ich habe einen großen Fall zu bitten. Was ist denn, Mr. Nick? Es geht um einen Magatama. Scheint so, als wäre seine spirituelle Kraft verpufft. Oh, dieses Magatama bringt viele Erinnerungen. Ich kann mich daran erinnern, meine spirituelle Kraft darin aufgeladen zu haben. Das war so viele Jahre her. Scheint so, als wäre es jetzt ausgegangen. Bitteschön, Mr. Nick. Jetzt sollte es wieder funktionieren. Wow, haben wir Glück, dass Pearls gerade zufällig hier in der Nähe ist. Ansonsten wären wir richtig angeschmiert. Dank dir, Pearls. Jetzt kann ich diese psychischen Blockaden durchbrechen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nun, ich glaube, ich sollte jetzt zu Mr. Maloon gehen. Ich muss Rifle zu ihm zurückbringen. Jo. Pearly scheint sich ja wirklich zu Hause zu fühlen in diesem Aquarium. Du hast recht. Aber hat sie nicht gesagt, dass sie zum ersten Mal hier ist? Scheint so, als wäre dieses Mädchen in dem Mitarbeiterkorridor vorhin gewesen. Deswegen hat der Inspektor sie befragt. Was hat denn Pearls in diesem Korridor getan? Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, sie wäre Maloons Freundin oder so etwas. Der Mitarbeiterkorridor, hä? Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Orca-Pool-Diagramm wurde in der Gerichtsakte aktualisiert. Zusatzinformation ist, dass Pearls anscheinend den Mitarbeiterkorridor betreten hatte. Wenn es Sie beschäftigt, warum fragen Sie sie nicht einfach? Ja, gute Idee. Das sollten wir mal nachholen. So,
So, 20. Juli. Chip-Chip-Aquarium. Aquatunnel. Scheint so, als würden Mr. Rhymes und Pearls miteinander reden. Oh nein. Yo, 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 Mann! Okay. Also irgendetwas dafür, dass er Rifles wieder hat. Bla, bla, bla. Fall abgeschlossen und sowas. Yo, yo, yo. Oh mein Gott, ey. Die Gesellschaft steht vor dem Abgrund. Es war mir eine Freude. Ich sehe dich später, Rifle. Alles klar, Mann, Rifle. Gehen wir mal. Also, bis später, Small Fry. Oh, Mr. Nick? Ich hab sie da gar nicht gesehen. Okay, wir müssen mal Klartext reden hier, Person. Das gefällt mir gar nicht, mit was für Leuten du hier rumhängst. Deine Beziehung zu Rhymes. Reden wir mal Klartext hier. Hey, Pearly. Du und Mr. Rhymes scheint ja ziemlich gute Freunde zu sein. Könntest du uns mehr über eure Beziehung da erzählen? Was? Was ist denn das für ein süßes kleines Schlösslein? Pearls, warum sehe ich psychische Blockaden? Eben, das macht über... Das ist an sich nicht klug von Pearls. Sie weiß nämlich ganz genau, dass Phoenix die sehen kann. Es tut mir leid, Mr. Nick. Aber ich sollte wirklich nicht darüber sprechen. Was? Was? Pearls! Was verheimlichst du von mir? Ich fühle mich gerade wie ein Vater, der vor seiner Tochter steht und über Beziehung reden muss. Und das ist mir nicht sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe nicht gerade das Gefühl, in Pearls Angelegenheiten reinzugraben. Aber sie war hier im Aquarium zum Zeitpunkt des Zwischenfalls. Was auch immer sie verheimlicht, könnte uns vor Gericht helfen. Tut mir leid, Pearls, aber scheint, als müsse ich mein Magatama an dir anwenden. Alles klar, dann setzen wir mal Magatama Power! Huah. Und ich hab das Nimm das vergessen. Egal. Eine psychische Blockade. Ein Schloss, das vor dem Herzen einer Person steht. Und nur ich sehen kann. Je tiefer das Geheimnis versteckt ist, desto mehr Schlösser tauchen auf. Pearls hat nur ein Schloss, deswegen sollte ich das ziemlich einfach knacken können. Aber wenn ich Fehler mache, dann komme ich nicht vorwärts. Und tu mir dabei auch noch selber weh. Hat er nicht jetzt erzählt, aber das ist bekannt, dass man sich selbst weh tut, wenn man bei Magatama verhaut. Okay, Zeit ist mal zu versuchen. Beziehung zu Rhymes. Pearls, du musst mir unbedingt etwas über die Beziehung mit Mr. Rhymes erzählen. Beziehung? Es gibt keine Beziehung zwischen mir und Mr. Maloon. Wir sind nur eine Besucherin des Aquariums und ein Tierpfleger des Aquariums. Nichts anderes. Aber es gibt gewisse Bereiche, wo normale Besucher des Aquariums nicht hinkommen. Du warst hier vor dem Zwischenfall, nicht wahr? Na, das ist ja einfach. So, Mitarbeiterkorridor. Nimm das! Ja, das ist richtig. Aber woher wissen Sie das? Jemand hat es mir erzählt, dass du dort warst. Ich habe mich verirrt und bin den falschen Weg gegangen. Ich wusste nicht, dass der Korridor nur für Mitarbeiter war. Ja, das war alles, Mr. Nick. Ich habe sonst nichts mit Mr. Maloon zu tun. Scheint logisch zu klingen. Ich sollte mal am besten zum nächsten Topic zu kommen.
Eigentlich gibt es noch etwas, worüber ich mich frage, Pearls. Warum riechst du eigentlich nach Fisch? Fisch? Was gibt sie zu denken, dass ich nach Fisch rieche? Nun, es gibt jemanden, der mich dazu überzeugt, dass das nicht nur irgendein Fantasiegespinst ist. Ja, das wäre Rifle. Nimm das! What? Rifle? Sie scheint ziemlich angezogen zu werden von dem Geruch von Fisch. Rifle wollte überhaupt nichts mit Athena zu tun haben, selbst wenn sie einen ganzen Eimer voller Fisch hat. Also, warum war Rifle dann so angezogen zu dir, Pearls? Ich weiß nicht. Scheint, als würde sie immer noch nicht bereit sein, darüber zu erzählen. Du hattest ebenfalls einen Gegenstand bei dir, der nach Fisch gerochen hat. Ich glaube, das hat etwas da mit deinem Geheimnis zu tun. Ja, der Kalender. Nimm das! Dieser nach Fisch riechende Kalender hat irgendetwas mit deinem Geheimnis zu tun, nicht wahr, Pearls? Ich kann sie nicht belügen, Mr. Nick. Ich werde sie über mich und Mr. Malone und diesen Kalender da reden, erzählen, bla bla. So. Alles klar. Phew, das war nur ein Schloss, aber Mann, das war Arbeit. Alles klar, im nächsten Part erfahren wir dann etwas über die Beziehung zu Rhymes. Bis dann.